Die drei gierigsten Tierkreiszeichen. Die gierigsten Tierkreiszeichen sind nie mit dem zufrieden, was sie haben. Wenn es um Geld, Liebe oder Macht geht, wollen sie immer mehr. Sie können zwanghaft sein und ihre Gier kann ihre Beziehungen und Prioritäten in den Hintergrund drängen. Aber welche Sternzeichen sind am gierigsten? Sie sind schwieriger zu erkennen. Sie können charismatisch und verführerisch sein. Aber ihre Liebe und Aufmerksamkeit hat einen hohen Preis. Es fällt ihnen schwer, sesshaft zu werden, weil sie immer auf der Suche nach mehr sind. Sie fühlen sich nie zufrieden und sind ehrgeizig. Sie können großzügig sein, aber sie denken immer zuerst an sich selbst. Skorpion. Zweifellos das gierigste Zeichen des Tierkreises, Skorpion. Dieses Zeichen führt die Liste an, weil der Skorpion von zwei intensiven und motivierenden Planeten beherrscht wird. Pluto und Mars machen dieses Zeichen ruhelos und ehrgeizig. Skorpione sind nie zufrieden. Mit einem Auge halten sie ständig Ausschau nach neuen Möglichkeiten am Horizont, und mit dem anderen Auge suchen sie unter der Oberfläche nach verborgenen Schätzen. Sie sehnen sich nach Geld, Status und Macht. In Beziehungen können sie gierig sein und die ganze Aufmerksamkeit nur für sich beanspruchen. Skorpione sind oft unersättlich. Sie ruhen sich nie aus und können wachsam sein und beschützen, was sie haben. Sie fürchten sich davor, ihren Reichtum zu verlieren, weil sie Geld mit Macht assoziieren. Sie müssen die Kontrolle haben und fühlen sich besser, wenn sie über reichlich Ressourcen verfügen. Sie können rücksichtsvoll sein und teilen, aber sie behalten das Beste für sich. Sie sind nicht vertrauensvoll und ihre misstrauische Natur lässt sie ständig für Notfälle planen. Ihre Wachsamkeit kann dazu führen, dass ein gieriger Mensch ständig Angst hat, dass ihm alles, was er braucht, ausgeht und er nicht bekommt, was er will. Skorpione sind so besorgt, nicht zu haben, was sie brauchen, dass sie selten genießen, was sie haben. Sie sind besessen von der Angst, dass andere ihnen das wegnehmen, was ihnen gehört. Ihre territoriale Natur kann sie davon ablenken, das Leben zu genießen. Stier. Stiermänner können großzügig und fürsorglich sein, aber sie opfern sich nicht auf. Sie kalkulieren sorgfältig den Nutzen und die Kosten von allem, was sie verschenken. Stiere, ein Erdzeichen, sind von Natur aus vom Materialismus besessen. Sie fühlen sich leicht vom Überfluss angezogen, fühlen sich aber selten gesättigt. Stiere sind vorsichtig und haben ständig das Gefühl, dass sie mehr brauchen. Sie können praktisch und klug sein, wenn es darum geht, eine Bestandsaufnahme dessen zu machen, was sie haben. Ihre territoriale und materialistische Natur kann sie dazu bringen, über ihre Finanzen wachsam zu sein. Sie reagieren empfindlich auf finanzielle Verluste und fühlen sich wohler, wenn ihre Küche und ihre Bankkonten voll sind. Selbst wenn Stiere genug haben, fühlen sie sich nicht wohl. Sie brauchen einen Überschuss für den Notfall. Stiere assoziieren Reichtum auch mit Sicherheit. Sie sind gierig, weil sie fürchten, ohne genügend Nahrung und Geld überrumpelt zu werden. Stiere sind harte Arbeiter, können aber auch ein Goldgräber-Sternzeichen sein. Wenn jemand anders bereit ist, einen Stier zu verwöhnen und mit Geschenken zu überhäufen, nehmen sie das gerne an. Sie können mit materiellen Geschenken besänftigt werden und fühlen sich von Reichtum angezogen. Stiere sind elegant und haben hohe Ansprüche. Sie wollen wie Könige behandelt werden und können ihren Reichtum offen zur Schau stellen. Steinbock. Dass der Steinbock auf der Liste der gierigsten Zeichen steht, mag sie überraschen, denn dieses Zeichen ist dafür bekannt, seinen Reichtum herunterzuspielen. Sie geben nie preis, wie viel Geld sie haben, und kleiden sich bescheiden oder bleiben trotz ihres Reichtums bescheiden. Dennoch ist der Steinbock eines der gierigsten Sternzeichen. Menschen, die in diesem Zeichen geboren sind, können von Arbeit und Produktivität besessen sein. Sie sind gerne beschäftigt und reden sich ein, dass sie Geld für Notfälle zurücklegen müssen. Sie streben nach Sicherheit, genau wie der Stier. Der Steinbock möchte jedoch auch Luxus genießen, kann sich nobel verhalten und ist davon besessen, Reichtum anzuhäufen. Wenn Steinböcke sich gierig verhalten, folgen sie in der Regel ihrem Ehrgeiz und ihrem Wunsch, das Leben zu genießen. Sie können auch gierig sein, weil sie Angst haben, auf das zu verzichten, was sie brauchen. Steinböcke sind vorsichtig und strategisch. Sie fühlen sich nie ganz zufrieden mit dem, was sie haben. Sie können protzig sein, aber nur, wenn sie den Gipfel des Reichtums und des Status erreicht haben. Welches Tierkreiszeichen verdient das meiste Geld? Steinböcke sind wahrscheinlich die Spitzenverdiener unter den Tierkreiszeichen. Sie können bescheiden sein und ihr eigenes Kapital verstecken. Sie können fleißig und produktiv sein.
Ihre Effizienz und Ihre Fähigkeit, sich auf Ihre Arbeit zu konzentrieren, können Ihnen helfen, Geld anzuhäufen. Sie sind geduldig und Ihr Verhandlungsgeschick verhilft Ihnen zu höheren Gehältern. Löwe. Der Löwe ist für seine Großzügigkeit und Leidenschaft bekannt. Allerdings sind sie auch eines der gierigsten Zeichen. Sie verstecken dies gut hinter einer Fassade aus Spaß und Vergnügen. Sie sind charismatisch und zeigen großzügige Handlungen. Sie können dramatisch sein, wenn sie ihr Geld teilen. Die gierige Seite des Löwen zeigt sich, wenn er oder sie sich in der Nähe von jemandem befindet, der mehr hat als sie selbst. Der Löwe kann eifersüchtig sein. Wenn ein Löwe jemanden sieht, der reicher, beliebter und angesehener zu sein scheint, wird er oder sie versuchen, sich selbst zu beweisen, indem er oder sie mehr erwirbt. Löwen können gierig sein, weil sie von allem das Beste haben wollen. Sie sind materialistisch und betrachten ihre Besitztümer als eine Erweiterung ihrer selbst. Löwe, eines der gierigsten Zeichen, weil er vom Konsum besessen ist. Er möchte das Beste von allem haben und konkurriert vielleicht mit anderen, um zu zeigen, dass er das Beste von allem hat. Löwe, ein gieriges Zeichen, das Aufmerksamkeit, Status und Reichtum schätzt. Er ist materialistisch und fühlt sich inmitten von Luxus wohl. Der Löwe hat einen unstillbaren Durst nach mehr und will das Beste von allem. Sie sind nicht nur von Geld fasziniert. Sie sind schnell bereit, alles, was sie haben, für auffällige Dinge wie Schmuck, Autos und Kleidung auszugeben. Je mehr ein Löwe hat, desto mehr will er wahrscheinlich auch. Sie lieben Accessoires und suchen sogar nach Zubehör für ihre Besitztümer wie Telefone, Autos und Häuser. Sie lieben Luxusartikel wie Boote und Motorräder.